So, jetzt haben wir hier ein bisschen verkackt. Jetzt haben wir nämlich den auch noch vor uns. Das wollte ich ja eigentlich verhindern. So. Und jetzt knallen wir, ey. Der steht auch so behindert da, ey. Das ist so unfassbar, ey. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. So, jetzt gucken wir mal, dass wir diesen zweiten Lotus da auch sofort kriegen. So, hier vielleicht außen herum wieder. So. Oh, der ist dann schon so weit weg direkt. So. So, das war perfekt gefahren jetzt. Besser kannst du es nicht machen. So, ich habe jetzt auch einen Trick gefunden, wie ich hier halbwegs gut durchkomme. Indem ich mich einfach ganz außen treiben lasse. So, das war auch schon mal wieder heikel, heikel, heikel. Boah, der war zu schnell. Ah, das war nicht ganz perfekt. So, eben war ich ja nur 2,1 Sekunden dran. Es sind jetzt immer noch mehr. Oh, 3,4. Aber das ist alles halb so schlimm. Das können wir aufholen. So, ich denke, jetzt wird der Abstand so immer gleich bleiben. Nee, noch nicht mal. Konnte ich sogar jetzt noch aufholen hier. So, ja, der war jetzt gut gefahren. Oida, sogar jetzt hier mal ohne Heck ausbrechen bin ich durch die Kurve hier gekommen. Ja, der war jetzt schlecht. Der war schlecht, weil ich musste mir ja merken, dass ich die eine Kurve vor diesem langsam hier ein bisschen früher bremse. Damit ich den Winkel automatisch ein bisschen besser treffe. So, jetzt sind es vielleicht die 2,1 Sekunden, die ich dran bin. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass das, was hier, das hier funktionieren wird. So, da sind wir ja hier schon super gut dran. So. Jetzt nur hier in der Kurve wieder keinen Scheiß bauen hier. Ist auch immer so eine heikle Angelegenheit. So, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Ah, jetzt stellt es ihn auch quer und mich komplett. Oh, oh, oh. Jetzt sitzt aber knapp. Ja, die Kurve kann man schneller fahren. Oh, da jetzt hat aber. Da war jetzt zu langsam für mich. Und da bin ich reingestochen. Aber man merkt, die Events werden schwerer, Leute. Und ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ihr seht es, meine letzte Runde war nicht gerade gut. Eine Sekunde langsamer als die zweite. Das war dieser fette Quersteher. In meiner Hasskurve, sage ich jetzt mal. Uiuiui, also wenn das zweite Event jetzt auch noch so schwer ist, dann Halleluja. Aber gut. Wir verlassen das Ganze hier wieder. Ja, ja, das war herausfordernd. Also, nee, das hat mich jetzt wirklich... Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, war ein bisschen ruhiger, habe nicht mehr so viel gequatscht, aber... Na gut, dafür war es endlich auch mal spannend für euch. Nicht so meine letzten Parts immer. Oder was heißt meine letzten? So, die letzte Aufnahmesession, die war eigentlich ziemlich langweilig wahrscheinlich für euch. Mit dem Lupo, wenn ich mich erinnere, bin ich weit vorne weggefahren. Ey, das ist Top Gear. Hoffe ich jetzt zumindest mal, aber ich denke. So, und ich denke, danach werde ich auch mal einen Cut reinhauen. Dann haben wir zwar noch nicht die 400.000, um die werden wir uns dann nächstes Mal kümmern müssen. Aber wir haben dann auf jeden Fall wieder zwei Events geschafft.
So, und ich denke, das hier wird eh noch ein bisschen länger dauern. Weil das hier jetzt hinzubringen, direkt First Try und so, das wird ein bisschen schwierig. So. So. Ich versuche mich hier direkt mal erstmal aus dem Windschatten hier rauszukommen. Wow! Jawohl, direkt mal hier quer. So. Das war jetzt aber nicht unerlaubt überholt. Mein Gott! Hier kann man durchrasen, ey, Jungs. Mein Gott. Wow, und dann dreht es mich hier fast komplett. Ja, jetzt dreht es mich komplett. Ja, und die bremsen auch nicht, ne? Nee, die fahren volle Kanne doof. Aber ich glaube, da habe ich mehr Chancen, früher an erste Position zu kommen. Weil die KI da doch wieder sehr langsam fährt. So. So, jetzt können wir hier mal direkt wieder. Hier, das ist die Kurve, hasse ich hier. Aber schön quer. Schön quer erstmal. Mein Gott. Jetzt habe ich jetzt irgendwelche Pylonen abgeräumt. Nee, ne? Wenn ja, tut's mir leid, sorry. So, der sollte jetzt hier auch kein Problem sein auf der Geraden. Aber heute habe ich erst noch überlegt, Windschatten, ja, nein. So, aber dann habe ich mich doch für das Nein entschieden. Hey, der hat eine Pylone abgeräumt, ey. So. Hier, der vor mir, der Erste. Der hat eine Pylone gerade eben abgeräumt. Oh, schalten nicht vergessen. Boah. Ja, der räumt sie direkt alle weg. Stark. So. Jetzt ist hier sogar ein bisschen Highspeed hier. Ja, da stellt sie ihn aber gut quer, ne? Und ich fahre quer außen an ihm vorbei, ey. Ist das geil eben gewesen? Jawohl. Fahre ich quer an ihm vorbei, ey. Nice one. Aber jetzt kommt wieder meine Hasskurve hier. Und der ist auch noch hier innen. So, ey, ging sogar. Bisschen quer wieder, aber. Mein Gott. Kann man ja nicht ändern. Ich bin halt eben der Quertreiber vom Herrn. Gott hat mich eben ausgesandt und hat gesagt: Du machst die Reifenhändler zu deinen Freunden und du machst Reifenhändler kaputt. Reifen kaputt, nicht die Händler. Boah. Hier steht ja auch keine Pylone mehr, dank irgendeinem Spezialisten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der hier. So. Hier kurz lupfen, kurz vom Gas gehen. Boah. Das war mehr als nur vom Gas gehen, ich weiß. So. Aber jetzt haben wir doch schon mal einen guten Vorsprung wieder. So, aber die Kurve geht ja auch ohne den Quersteher. Wow, aber die geht weit raus. So, ich habe auch, genau, Traktionskontrolle wieder auf 0. Weil sonst würde wahrscheinlich das Auto auch nicht so quer gehen hier. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich höre schon mal schön die Reifen quietschen. Das ist immer so ein schöner Sound. So, hier noch ein bisschen früher wieder bremsen. Nur den ersten Gang, den brauchen wir hier nicht. Ja, der Lotus, der geht schon gerne quer. Man muss gucken, wie man ihn behandelt und wie man mit ihm zurechtkommt, aber das ist alles noch im Bereich des im Bereich des Kontrollierbaren. Also ich kann noch genau sagen, wann ich will, dass der Wagen ausbricht und wann eben nicht. So, ich glaube, hier werde ich jetzt tatsächlich mal kurz hier lupfen. Genau, das. Nein!
Ich hab's gerade noch gesagt. Nein, es gibt's nicht. Hey, das kann es nicht sein, oder? Ey, Alter. Nein. Nein, ich wollte, ich hab's gerade noch gesagt. Ja, ich lupf hier kurz, dass es mich ja nicht wegdreht. Und dann dreht's mich weg. Ich glaub's ja nicht. Ja, das ist, vor mir ist hier irgendein neuer Lotus. Ey, der zieht mir weg. Aber ich weiß, ich versteh's nicht, warum ich hier immer so quer komme. Das verstehe ich nicht. Ich hab's doch eben in den Runden auch geschafft, nicht quer zu kommen. Ja, hier kann man Vollgas durch, Mensch, buben. Mein Gott, die können es wieder nicht. So. So, jetzt. Boah, jetzt holen wir uns den gleich noch hier. Aus dem Windschatten raus. Bremst der ein bisschen früher als wir. Der räumt schon wieder die Pylonen ab. So. Ja, der erste, der ist unser kleiner Pylonenabräumer, oder? Hier immer schön, ja, Alter! Immer schön hier auf dem Gas bleiben. So, jetzt mal gucken, ob sie ihn jetzt hier wieder fast querstellen wird. Ja, ihn stellt es wieder fast quer und dann. Aber ging auch für mich. Zum Glück. So, das ist halt. Das wollte ich jetzt nicht, aber ihr habt gesehen, ich kann es gut abfangen. Gut, eben das in dem ersten Versuch, das konnte ich jetzt nicht gut abfangen, ich weiß. So, aber hier, ihr hört es auch, die Reifen quietschen, aber ist irgendwie alles unter Kontrolle. So, hier haben sie auch die Pylone weggeräumt.